Catch Factory. Das nächste Match hat ein Zeitlimit von 20 Minuten und ist angesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Und hier sehen wir einen der aufstrebendsten Talente, die es überhaupt in der gesamten Szene in Deutschland gibt. Noch nicht einmal seit 2 Jahren ist Nick Schreier aktiv. Und schon jetzt gehört er zu den meistgebuchtesten Wrestlern, die wir überhaupt im Land haben. Überall unterwegs, überall feiert er Erfolge. Und heute soll das nächste Kapitel in Leipzig geschrieben werden. Ich habe vor dem Match mit Matthew Hendershot gesprochen und gefragt, sag mal, Nick Schreier, der Rookie schlechthin in Deutschland, was macht der eigentlich außerhalb des Project Catch Factory Turniers? Und er hat gemeint, ja, also Nick Schreier braucht das nicht. Jeder weiß, wer Nick Schreier ist. Jeder weiß, er ist der beste Rookie in Deutschland. Er braucht echte Gegner und keine anderen Rookies. Und ja, ich glaube, es gibt wenig Leute, die man mehr als echten Gegner bezeichnen könnte als Laurenz Roman. Und da gibt es ja eine romantische Geschichte, die man erzählen kann. Nick Schreier vor knapp 3 Jahren sein erstes Wrestling-Training bei Laurenz. Die beiden Männer haben schon 2-mal gegeneinander gekämpft. Beide Male der erfahrenere Laurenz Roman, der Sieger. Aber Nick Schreier, jedes Mal, wenn wir ihn im Ring sehen, jedes Wochenende, bei jeder Show, sehen wir Fortschritte, die er macht. Sehen wir, wie er besser wird, wie er Erfahrung sammelt. Und er will jetzt endlich einen seiner Mentoren und einen seiner Vorbilder bezwingen. Wir begrüßen und zeigen, warum er mit in ihm der roten in den Ring Ecke gehört. Mit einer Größe von 1,75 Meter und einem Gewicht von 75 Kilogramm. Er kommt aus dem Erzgebirge. Er ist Nick Schreier! Sein Gegner ebenfalls 1,75 Meter groß mit einer Körpergröße, mit einem Gewicht von 85 Kilogramm. Ich schaffe es noch. Aus Dresden, Laurenz Roman! Und auch hier noch einmal persönlich vorgestellt, Applaus für den Referee in diesem Match, Igor Ilin. Zeitlimit 20 Minuten. Referee, Zeit läuft ringfrei. Und Virgil, beide Männer in diesem Match natürlich keine frischen Zugänge in der Catch Factory. Beide haben wir schon catchen sehen. Laurenz Roman bei Catch Factory Homecoming im Januar nicht siegreich gewesen. Im allerersten Wrestling-Match hier bei der Catch Factory gegen Johnny Rancid. Leider unterlegen gewesen und Nick Schreier schon gegen Pascal Spalter und Leon van Gasteren gekämpft. Ich glaube, 2 der größten Herausforderungen seiner Karriere. Das heißt, beide haben jetzt nur Niederlagen in der Catch Factory bisher gehabt? Richtig, und einer von beiden kann das heute ändern. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist für mich so ein Moment, wo ich gerne mal den Vorhang ein bisschen zurückziehe, wo ich ein bisschen wirklich offen bin und ehrlich. Du bist im letzten Jahr, egal welche Show du in Wrestling Deutschland gesehen hast, bist du nicht an Laurenz Roman und Nick Schreier vorbeigekommen. Für mich sind das die Talente, die Wrestler in Deutschland, die ich wirklich am liebsten sehe. Wenn du die beiden Backstage triffst, weißt du einfach, da sind 2 leidenschaftliche, passionierte Wrestler, die nichts anderes machen wollen, als den sportlichen Wettkampf und dabei die Leute zu unterhalten. Seitdem dieses Match angekündigt ist, ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich jetzt darüber rede, ich habe mich so sehr auf dieses Match gefreut, auf ein richtig klassisches sportliches Duell. Und ich habe so eine Vorfreude auf die nächsten Minuten, weil ich hier einfach 2 Ausnahmetalente im Ring gegeneinander sehe. Guck dir das an, das ist Catch, das ist Wrestling, was wir hier sehen. Beide Männer aus dem Osten Deutschlands. Laurenz Roman aus Dresden, Nick Schreier, bekannterweise aus dem Erzgebirge. Und die beiden kennen sich natürlich. Beide trainieren aktiv in der Pro Wrestling School in Dresden von Axel Tischer. Ist natürlich ein Mentor für beide. Und Nick Schreier
der deutlich jüngere, aber das heißt nichts. Nick Schreier zeigt in ganz Deutschland, dass er mithalten kann ganz oben. Ja, er hat vielleicht bei der letzten Show Leon van Gasteren nicht besiegt, aber er hat gezeigt, dass er in denselben Ring gehört wie Leon van Gasteren. Und wie viele Catcher in ganz Deutschland können das von sich behaupten? Was ich einfach noch beeindruckend finde, ist, Lawrence Roman ist frisch 27 Jahre alt geworden. Und auch der steigt seit über 10 Jahren in den Ring. 27, Nick Schreier ist 22. Die beiden kratzen noch nicht mal an der 30. Das heißt, wir werden die nächsten 10, 15, vielleicht 20 Jahre noch den Weg dieser beiden Männer im Wrestling international nachverfolgen können. Wirklich, erinnert euch an diesen Moment, dass ihr dabei wart, dass wir eins der ersten, die haben ja noch nicht keine 10 Mal gegeneinander gerestet, das könnte wirklich eine Rivalität für die Ewigkeit sein. Und ich bin so gespannt, wohin der Weg für die beiden noch geht. Im Moment sehr ausgeglichen, sehr ausgeglichen. Armdrag-Konter. Lawrence, Hip-Toss-Konter, Headlock-Konter. Beide versuchen sich zu egalisieren. Und man sieht einfach, wie viel auch Nick Schreier seit dem letzten Duell der beiden gegeneinander gelernt hat. Jetzt frisst er aber ja leider den Single-Leg-Dropkick von Lawrence Roman. Der nutzt die Chance, um jetzt mal ein paar Aktionen hintereinander anzubringen. Der European Uppercut, harter Treffer in der Ecke. Und die Flying Clothesline. Eins, zwei. Schnelles Cover mit gutem Hebel auf der Schulter. Schreier muss enorme Kraft und Energie aufbringen, um aus diesem Cover rauszukommen. Und klar, nicht jedes Cover kann zum Sieg führen, aber sie können den Gegner erschöpfen. Sie können die Ausdauerreserven lernen und irgendwann dazu führen, dass man eben diesen kleinen Schritt schneller ist und den Vorteil im Match erkämpfen kann. Guter Konter von Nick Schreier. Alles, was hier passiert, ist ein sehr guter Konter. Alles, was hier passiert, ist ein sehr guter Konter. Wir sehen hier einfach zwei wirkliche Top-Wrestler im Ring. Was für... Ich komme wirklich auch nicht hinterher, wie fantastisch diese Aktionen einfach sind. Hin und her. Oh. Die beiden gehen wirklich jedes Mal 120 Stundenkilometer pro Sekunde. Schöner Neckbreaker hier und wir sehen eins, einfach zwei. Oh, fast hier den Sieg für Nick Schreier. Und für ihn wäre das, was wäre das für ein Achtungserfolg, wenn er einen Mann, der vom Amboss geschmiedet wurde, hier in Leipzig besiegen kann. Ja, natürlich auch für ihn persönlich aktuelle ein enormer Kampfzeit. Meilenstein. Der Mann, der ihm so viel beigebracht hat, der als Mentor fungiert, mit dem er bei den langen Autofahrten durch Ost- und Restdeutschland fährt, sagen kann, hey, weißt du was, ich habe dir gezeigt, ich bin nicht nur genauso gut wie du, ich bin besser als du. Ich habe dich besiegt. Und das sind die Schritte, die einen Wrestler weiterbringen. Das ist der große Schritt, den er machen muss, um ganz nach oben zu kommen und mit den besten Wrestlern Europas und der Welt um Titel, Weltmeistertitel zu kämpfen. Merkst du das? In anderen Matches, wenn du dir das anguckst, besonders wenn da jemand im Ring steht, der noch nicht so viel Erfahrung hat, wie die Personen manchmal zögern, weil sie nicht wissen, was ist die richtige nächste Aktion. Keine Aktion in der Nick Ecke. Schreier geht immer nach vorne, immer weiter. Schreier. Und jetzt zeigt er hier, dass Leipzig auch zählen kann. Go unzufrieden mit der ganzen Aktion. Natürlich eigentlich keine Aktion im Ringseil. Ansatz zum Suplex jetzt hier. Und er bringt ihn durch. Und er bringt ihn durch. Eins, zwei. Aber nur bis zwei. Nick Schreier, was wird er als nächstes tun, um jetzt nachzusetzen? Was wird er tun, um sich vielleicht diesen wichtigen Sieg gegen Lawrence Roman zu sichern? Ansatz zum Suicide Dive, aber abgefangen und in die Stuhlreihen hinein. Also beide das habe ich jetzt nicht erwartet, ein bisher ziemlich sportlichen Wettkampf. Aber Lawrence Roman hat wohl irgendwie das Gefühl, dass er diesen kleinen unfairen Vorteil braucht, um sich gegen Nick Schreier durchzusetzen, der jetzt hier auf dem Boden zwischen Klappstühlen fortgesetzt und schmerzverzerrt nach oben sitzt. Igor, unser Referee, schaut nach ihm, ob er weitermachen kann. Kann Nick Schreier überhaupt noch weiterkämpfen? Das ist die große Frage. Igor kümmert sich wirklich um ihn
und schaut jetzt nach, ob Nick Schreier weiterkämpfen kann. Ja, dann wird natürlich angezählt. Und er sagt, okay, da steckt noch Leben in Nick Schreier. Wir zählen ihn an. Wir schauen, ob er zurück... Und Lawrence Roman sagt sogar selber, bleib doch einfach draußen. Lass es einfach sein. Kommt Nick Schreier jetzt nochmal zurück? Kommt Nick Schreier zurück in den Ring, während die Fans ihn hier anfeuern? 6. Nick auf allen 7. Vieren kämpft sich mit der Unterstützung vom Leipziger Publikum. 8. Und er ist bei 8 wieder in den Ring. Aber sofort ein Cover von 2. Lawrence Roman, aber nur bis 2. Das Match geht weiter. Das Match bei New Horizon geht weiter. Nick Schreier gegen Lawrence Roman. Sag mal, Virgil, hast du das erwartet nach diesem eigentlich wirklich sportlichen, freundlichen Match, dass bisher dieser Kraftabgleich, der bisher passiert ist, dass Lawrence Roman jetzt diese Aktion bringt und Nick Schreier in die Sitzreihe bis ins in die vierte nicht existierende Reihe befördert? 1, also das habe ich persönlich jetzt nicht erwartet. Also mal abgesehen davon, dass das Lawrence Roman mit seiner Erfahrung erwarte ich eigentlich, dass er seinem Gegner immer einen Schritt voraus ist. Alleine was Lawrence in den letzten Monaten gerissen hat und auch die Härte, die er mit in den Ring gebracht hat, überrascht bin ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es vielleicht nicht gegen Nick Schreier erwartet, aber überrascht bin ich nicht. Aber der Kick, der Boot, die Clothesline, aber wow, was für eine Gewalt. Lawrence Roman scheint irgendwie immer einen Schritt voraus zu sein. Ganz genau. Und auch hier der Irish Whip in die andere Ringecke mit voller Gewalt. Und jetzt sondiert Lawrence Roman hier seinen Gegner, verhöhnt ihn noch ein bisschen. Das ist vielleicht auch die Frustration. Vielleicht hat Lawrence Roman auch gedacht, ja, da wird Wilson weniger Gegenwehr kommen. Ich kenne ihn ja. Ich habe ihn schon in 5 Minuten besiegt. Ich habe ihn schon in 6 Minuten besiegt. Jetzt haben wir hier 20 Minuten. Ey, wenn er will, ich verprüge ihn auch 20 Minuten. Ich hole alles aus Nick Schreier raus, was da drin steckt. Und vielleicht ist das heute das Ziel von Lawrence Roman. Nick Schreier blockt jetzt hier den Irish Whip ab. Aber wow. Das ist eine Wucht in diesem Suplex. Herr Lauri hat natürlich in den letzten... Und sofort wieder, aber auch hinterher. Er lässt ihn überhaupt keine Ruhe. Richtig, aber das muss er machen. So kriegt man diesen jungen, ja, dieses Duracell-Äffchen, das durch den Ring hüpft, irgendwie auf die Matte. Ich meine, wer hat so eine Ausdauer wie Nick Schreier? Der Junge, der steht morgens auf und hört erst auf zu springen, wenn er abends wieder ins Bett geht. Ja, aber das ist Leipzig. Das ist die Catch-Factory. Das, Kampfzeit, was wir gerade im Minuten. Ring sehen, ist Catch in Leipzig. Sehr, sehr enge Krawatte, die Lawrence Roman hier anbringt. Macht Nick Schreier sehr zu schaffen. Endlich rausgekämpft, aber ja, Lawrence Roman. Oh! Also das war der Elfmeter im WM-Finale. Ja, also ich glaube, der wäre lieber in der Krawatte geblieben, rückblickend. Meine Güte, Lawrence Roman. Jetzt hebt er hier Nick Schreier aus und der Body Slam hinterher. Unglaubliche körperliche Transformation, die Lawrence Roman in den letzten Monaten und Jahren hingelegt hat. Es wirklich nicht wiederzuerkennen, wenn du dir Videos anguckst von ihm vor 10 Jahren, das ist ein anderer Mensch. Sowohl optisch als auch vom Wrestling her. Aber wieder kämpft sich Nick Schreier hier zurück. Versucht irgendeine Lücke zu finden, um wieder zurück ins Match zu kommen. Und da ist schon wieder Roman und ballert ihn einfach zu Boden. Er schreit ihn an, bleib unten. Ich weiß nicht, ob das die Frustration oder doch die Freundschaft zwischen diesen beiden Catchern ist, die ihn dazu bewegt. Der Grat ist manchmal sehr schmal, oder? Ja. Schmal. Aber ich meine, ich verstehe das. Was haben wir jetzt heute schon alles gesehen, was er gezeigt hat? Wie oft hat er Nick Schreier auf die Matte geknallt? Und trotzdem Lawrence, steht er immer keine Aktion am Seil. Was muss er machen, damit Nick Schreier dafür liegen gibt es jetzt bleibt? Die ersten 50 Euro für Lawrence Roman. Die tun weh.
Die 50 Euro tun weh. Aber wenn am Ende der Sieg dabei rausspringt, könnte es sich vielleicht doch gelohnt haben. Roman setzt nach, zieht Schreier am Nacken wieder hoch. Und wieder feuert der junge Mann aus dem Erzgebirge zurück. Ein Schlag und er ist wieder auf der Matte. Jetzt nimmt Lawrence Anlauf. Lawrence Roman sagt Igor, zähl ihn an. Er gibt sich auch mit einem Countout-Sieg zufrieden. Eins. Und jetzt zählt Igor Nick Schreier an. Wenn er bis 10 nicht Zwei. Zurück im Ring ist, endet dieses Match in einem Countout. Und mit Drei. Sieg für Lawrence Roman. Vier. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, was erniedrigender ist. Von deinem Gegner so sehr verprügelt zu werden, dass du 10 Sekunden draußen Sechs. Liegen bleibst. Oder ein Pinfall oder eine Submission-Niederlage. Ich glaube, alles sieht im Resümee nicht so gut aus. Wir sind schon bei 7, wir sind bei 8. Ja, jetzt kurz vor 9, aber frisst direkt den nächsten, die zwei nächsten Tritte. Aber er setzt sich immer wieder auf, er bleibt nicht liegen. Knallender Chop von Lawrence Roman. Ja, und so langsam. Mir fehlen langsam auch die Worte, die Härte von Lawrence Roman zu beschreiben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich diese Unbarmherzigkeit. Dieses immer wieder auf den Gegner rauf und ihn nach und nach zu vermürben. Der kurze Handshake, ja, aber der Handshake bringt dir auch nichts, wenn du so eine Härte mit in den Ring bringst. Zwei. Das ist halt alles an der Grenze. Ne? Ich meine, die Geldstrafe hat er schon bekommen. Manchmal ist es über die Grenze. Ja, aber Lonson weiß eben genau, wie weit er gehen kann. Ich meine, man kennt den Spruch, es ist einfacher, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Und die Erlaubnis würde er nicht bekommen von Igor, denn der hält sich an das Regelwerk. Und jetzt hat er die illegale Aktion gebracht, sich den Vorteil verschafft und weiter. Aber es reicht ja noch nicht. Es ist vollkommen egal, was Lawrence Roman auspackt. Immer wieder feuert Nick Schreier zurück. Und jetzt setzt er ein Ausrufezeichen mit diesem schönen Dropkick. Heftige Schläge von Nick Schreier, der den Pumpkick ausweicht und den Tritt gegen den Hinterkopf anbringt. Lawrence Roman mit glasigen Augen muss er erstmal ein Ringseil greifen, um nicht umzufallen. Nick Schreier muss jetzt diese Gelegenheit Aktuelle nutzen. Kampfzeit 15 Minuten, noch maximal 5 Minuten Kampfzeit. Hat noch 5 Minuten, um irgendwie Lawrence Roman außer Gefecht zu setzen. Kannst du mir mal bitte sagen, wann diese 15 Minuten vergangen sind? Ja, irgendwann zwischen den letzten 30 Kontern zwischen diesen beiden. Unfassbar einfach, dieses Hin und Her. Wie viel Leben steckt noch in Nick Schreier? Was steckt noch in Lawrence Roman? Was für ein Bulldog! Und das eine Aktion. Die schaffen viele Wrestler nicht in den ersten 10 Sekunden des Matches, geschweige denn nach 15 harten, umkämpften Minuten. Oh. Und direkt die nächste Aktion. Aber wenn ich jetzt richtig gesehen habe, hat Lawrence Roman da ein bisschen kontern können. Beide liegen jetzt. Lawrence Roman ist. Ich hoffe, die Kameras sind genau dran. Eins. Lawrence kommt wieder auf die Beine. Auch Nick Schreier Zwei. Steht wieder. Wie. Was ist das Drei. Bitte hier für ein Match? Vier. Harte aktuelle Shots Kampfzeit 16 Minuten. Ring. Die Zuschauer Fünf. Der ersten Reihe bekommen ihr Geld wirklich mehrfach zurück heute Abend. Sechs. Abgeblockt. Beide Männer zücken den Ring. Sieben. Sie ignorieren und ich wollte schon sagen, sie ignorieren den Referee komplett. Die prügeln sich hier, bis es vorbei ist. Aber es geht wieder in den Ring. Jetzt der Ansatz vielleicht zum Crossbody von Nick Schreier. Ausgewichen. Oh, eingesprungener Insuigiri. Aber er hat noch den Arm hochbekommen, ein bisschen abblocken können. Aber Fisherman. Ja, den hat er nicht geblockt. Eins, Wasser. Zwei. Superkick aus dem Nichts! Beide liegen unten! Lawrence Roman fällt wie ein alter morscher Baum, aber Nick Schreier nicht bereit, diesen Eins. Moment zu
zu nutzen und einen Pin anzubringen. Jetzt beide Männer kämpfen sich hoch. Wie kann es sein, dass beide immer noch irgendwie auf die Beine kommen? Kampfzeit 17 Minuten, noch maximal 3 Minuten Kampfzeit. Ich wäre schon lange auf dem Heimweg gewesen. Ich wäre duschen gewesen und auf dem Heimweg. Was kann denn da noch bitte in den drin stecken? Oh! Der hat bis hier wehgetan. Wie steht Nick Schreier noch? Wie ist er nicht... Oh, schon lange, lange... Oh, diese Respekt-Chain direkt vom Kiez. Vorarm, Schlagabtausch, back and forth, hin und her. Rolling Elbow und Nick Schreier steht immer noch. Anlauf, ausgewichen, ausgewichen. Satellite DDT! Und wenn er jetzt den Pin anbringt, dann muss es das Eins, gewesen sein. Zwei! Nein! Waren das die drei? Nein! Aktuelle Kampfzeit 18 Minuten, noch maximal 2 Minuten Kampfzeit. Und die Zuschauer in Leipzig zeigen ihre Bewunderung, zeigen, was sie halten von diesem Kampf. Sie rufen, this is awesome. In anderen Ländern hätte man Geld in den Ring geschmissen. Die Kultur ist hier in Deutschland noch nicht so ganz angekommen, aber schöner! Sit-down-Faceless! Eins, zwei! Was? Und schon wieder der Kick-Out. Lawrence schaut Richtung Himmel, fragt sich, was kann ich machen, damit dieser kleine Junge liegen bleibt. Beide wieder auf den Beinen, halten sich aneinander fest, Clothesline. Oh, na, Lauri aktuelle hält Kampfzeit, Nick 19 Schreier am Minuten fest, noch maximal 60 Sekunden Kampfzeit. Aber Nick Schreier gibt einfach nicht auf. Und jetzt ist die Frage, schafft es Lauri, Nick irgendwie noch zu besiegen oder überlebt Nick Schreier das Ganze und wir enden in einem Time-Limit-Draw? Ich glaube, das ist das, worum es geht. Nick will das Match noch gewinnen. Oh! Die Konterserie, Pinfall, über Pinfall. Schön gemacht, ist das Eins, der Sieg? Zwei, drei. Was? Und hier ist der Sieger nach einer Kampfzeit von exakt 19 Minuten und 32 Sekunden. Aus dem Erzgebirge. Nick Schreier! Was für ein unglaublicher Erfolg hier für Nick Schreier, der in Leipzig einen Veteranen, eine High-Flying-Legende, einen der besten Catcher in Deutschland in letzter Sekunde bezwingen konnte. Der Sieger aus dem Erzgebirge nach 19 Minuten 32. Was für ein Kampf für diesen jungen Mann. Nick Schreier! Nach zwei Kriegen, nach zwei hart umkämpften Schlachten gegen Ringveteranen jetzt endlich der monumentale Aber Sieg für Nick Schreier. Leipzig! Leipzig! Ein großartiger Sieg für einen großartigen jungen Mann, der sicherlich noch eine großartige Zukunft vor sich hat. Bestimmt auch hier in Leipzig, aber zu einem solchen Kampf über 19 Minuten 32 gehören immer zwei gute Männer. Und deshalb Applaus an einen Mann, der viel Erfahrung hat und noch viel Erfahrung sammeln wird. Lawrence Roman. Der Sieger aber aus dem Erzgebirge. Nick Schreier! Das ist vielleicht der größte Erfolg in einem Singles-Match bisher in der Karriere von Nick Schreier. Was für ein Kampf hier bei der Catch Victory hier bei New Horizons.